Alles online stellen, sonst kommt der Homepage. Also, zu Hause leben ist ja sicherlich unseren Gästen bekannt. Das muss ich nicht erst vorstellen. Okay. Wir als Verein sind immer so zwei, dreimal im Monat diejenigen, die im Café montags nachmittags von 15 bis 16 Uhr nette Menschen einladen, um ein miteinander ins Gespräch zu kommen. Und heute haben wir nun ein junges Team von der Caritas, richtig? Genau, die Frau Noller und der Herr Bauer. Und die werden uns ein neues Projekt vorstellen. Sie haben gesagt, das haben Sie sehr schnell erklärt. Aber ich denke einfach mal, ihr habt vielleicht noch Fragen zu diesem Projekt. Und die können Sie dann direkt gleich an die beiden stellen. Die sind hier heute da. Also seien Sie herzlich willkommen. Aber ich will ja nicht hinter ihr lieb ein. Ihr ergreift die Ich bin einfach froh, wenn ich mal zu Wort komme. Normalerweise macht das sehr häufig die Kollegin, heute bin ich dran. Ja, wie gesagt, die Frau Noller, mein Name ist Bauer. Wir sind beide vom Caritas-Verband für Stuttgart. Der Caritas-Verband für Stuttgart ist hier eine sehr, sehr große Organisation, also mit vielen hundert oder gar tausend Mitarbeitern, kann man sogar sagen. Der ist in ganz verschiedenen Bereichen tätig in Stuttgart. Wir kommen gerade von der Sitzung der Wohnungsnotfallhilfe. Es gibt Caritas-Arbeit in Pflegeheimen und Jugendhilfe ist er beschäftigt. Also ganz verschiedene Bereiche. Und wir kommen, die Frau Noller und ich, aus der Suchthilfe. Das heißt, wir haben also mit dem Thema Sucht zu tun. Wir beide kommen zunächst mal eher aus dem Bereich, wo es um illegale Sucht geht, aber das wird heute nicht im Vordergrund allein unser Thema sein. Ja, und da haben wir beide auch schon relativ viel Erfahrung gesammelt. Ich bin hier seit über 20 Jahren in Stuttgart, weil ich kenne den Stadtteil ein bisschen, weil ich auch lange Zeit gar nicht allzu weit weg von hier in der Klinik gearbeitet habe, das ist beim Marienhospital. Aber seit 1. Juli arbeiten wir beide für ein ganz neues Projekt. Aber jetzt vielleicht als erstes mal ganz kurz die Frage, bin ich laut genug so gespannt? Wir haben auch Klientenkontakte gehabt und gucken auch, dass wir jetzt, also wir kommen jetzt immer stärker auch in die einzelne Fallarbeit hinein. Also wir suchen die Menschen schon auch, haben einige Fälle, mit denen wir dann bereits arbeiten und genau, versuchen jetzt eine gute Mischung zu kriegen zwischen Bekanntmachen und Arbeiten. Und Sie sind zu zweit? Wir sind zu zweit, genau. Und also, wenn es mehr wird? Dann muss man sehen, das Ganze, das sind mehr Stellen als nur wir zwei. Genau. Insgesamt sind es 300%, wir teilen uns davon 150, also wir sind beide mit 75% damit beschäftigt. 25% darüber hinaus machen wir beim gleichen Verband noch mal andere Aufgaben, damit wir die 100% zusammenkriegen. Aber wir haben noch mal 100, also zwei Kolleginnen mit ebenfalls jeweils 75%, die beim Klinikum Stuttgart anhängig sind und im GPZ, also im Gemeindepsychiatrischen Zentrum Ost, tätig sind. Und deren Aufgabengebiet, für das sie zuständig sind, entspricht also dem Gebiet vom GPZ Ost, also Hädelfingen, Wangen, Stuttgart Ost und so weiter. Diesen Leuten nach Hause, also Sie haben jetzt Leute, eine Gruppe Leute, die Sie betreuen. Dann würde man da regelmäßig hingehen und ansonsten sie aber doch auch wieder vermitteln an Stellen, wo man ihnen hilft. Das wäre quasi immer von Fall zu Fall individuell. Was derjenige dann einfach braucht. Ja. Also wir arbeiten eigentlich nach dem, also wir zwei schon immer, aber inzwischen haben wir das Prinzip, das eigentlich jetzt für die ganze Suchthilfe im Caritas gilt, das nennt sich zieloffene Haltung quasi.